Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom TBP Trivulus Big Pack. Mit dabei immer noch der Crazy. Hallo. Und frisch dazugestoßen, der Tagun. Moin, Leute. So, wir haben jetzt in der letzten Folge die Darkseer-Rüstung schon was weitergemacht. Und hat dann währenddessen mal ganz kurz hier den Coke-Ofen entfernt. Der ist jetzt einfach da drüben in der Truhe. Und hier die Tanks hingestellt. Was ich dann jetzt hier hinklatschen wollte, ich wollte dann jetzt hier meinen Energiespeicher machen. Und das wollte ich machen über die Capacitor Bank. Ja, erstmal schön falsch schreiben. Mein Englisch ist perfekte. Nein! Okay, ich weiß, mein Englisch ist nicht so das Beste, aber das wolltest du gerade sagen. Nein, nicht du. Ich ja, meine, ja. Man sollte nicht mit dem Rechtsklick jede Barrel anklicken, weil ich habe dann erstmal gleich meinen Happa weggelegt. Ja, das sagen sie alle. Gut, wir brauchen auf jeden Fall dafür die Capacitor Bank, brauchen wir Redstone-Blöcke. Und wir brauchen, da ich wirklich mal den ganzen Raum ausfallen möchte, das sind ja 3x3x3, also 27 Redstone-Blöcke, beide. Das geht doch noch. Ja, ich hatte gerade irgendwie so gedacht, da kommen 2-6 reichen erstmal. Mein Gott, ein Glück, greifen Tintenfische halt an. Shiften. So. Das muss shiften. Naja. Ja, nee, ist klar, ne? Ist ja okay. So, das Eisen wird dann auch schon mal wieder aufs Minimum reduziert. Boah, ich hab teilweise hier in diesem Pack so Eisenprobleme, das ist extrem. Okay, und dann brauchen wir noch Gold, also die Capacitor, also Goldnuggets. Gut, dann machen wir einmal so. Ich glaube, das reicht sogar nicht. Ne, das reicht nicht. Alter. Zu wenig Gold? Nein, zu wenig Rüstung hat er in der Tasche gehabt. So. Dachte schon. Also wenn es mir an Gold mangelt, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Ja. Da können wir schon mal hier so ein paar hinstellen und die schon mal laden lassen. Doof. So, wir haben schon mal einen Energiespeicher von 13 Millionen RF. Da jeder aber noch mehr. Was fehlt hier jetzt? Ah ja, die Goldnuggets. Also Goldprobleme werde ich echt nicht haben. So ist es ja echt nicht. Da, dass man nicht mehr aus Gold machen kann. Ja, das habe ich mir manchmal auch schon gedacht. Okay, ich brauche noch 12 Capacitor. So, jetzt sind wir schon bei 24 Millionen F. Da fehlt jetzt wieder das Redstone. Aber das sollten wir jetzt auch haben. Vielleicht sollten wir nicht in dieser Blockbench machen. Aber ich fehlen schon wieder die Goldnuggets, ich krieg einen Kopf. Ja, ich weiß nicht, wie ich hier jetzt gerade die Barren rausgeholt habe, aber ich habe auf einmal nur durch Drehen ein Stack Barren rausbekommen und ein Shiny Ohr. Hä? Ja, ich bin Profi, weißt du nicht? Doch, weiß ich schon etwas länger. Ja, warum wunderst du dich schon? Ich dachte, es hat sich immer ein bisschen gelegt, aber anscheinend nicht. Der wird so gut. Oh, danke. Bitte. So, was kommt weg? Gucke gerade, was sich hier alles so verändert hat. Ziemlich viel. Naja, doch, die Tree-Farm, die hat sich ja dann doch so ein bisschen verändert, ne? Unten drin. Ja, die habe ich noch nicht mal miterlebt. So. Aber die ist im Moment eh abgeschaltet, so wie es aussieht. Also immer noch. Fermenter, ein Squeezer, ich glaube, die haben hier was Größeres vor. Dieselgenerator. Ja, das ist, denke ich mal, Trivulos Versuchsecke. Oh,
Oder es könnte halt in seinem Bienenhäuschen sein. Nee, das steht ja außerhalb des, ne? Ja, aber mit Bienen muss ich auch nicht mehr weiter. Achso, ja, kann natürlich sein, dass es dafür ist. So, und den Culinary Generator wollte ich auch nochmal aufs Maximum einmal bringen. Gut, die Capacitor Bank ist fertig. War nur 5 Minuten gebraucht, wow. Okay, jetzt habe ich einen Energiespeicher von 27 Millionen RF. Würde ich sagen, kann man schon mal von Anfang machen. Willst du mir das abgeben? Willst du dir eine fangen? Nee, da lebe ich doch lieber. Ich stimmt, dass er das eben auch schon mitbekommen, dass mein Schwert ein bisschen tödlich ist. Fluffy Unicorn 2.0, ey. Haha, du wurdest von Fluffy Unicorn getötet. Ah, ich finde das so genial, das kann man dann einfach so sagen. Okay, Mechanismen könnten wir was weitermachen. Wir können nämlich noch von Mechanismen die Verdreifachung schon ein bisschen weitermachen. Und zwar brauchen wir noch einen Crusher könnten wir gebrauchen. Aber auch ansonsten weiß ich alles, was ich möchte. Okay. Ja, das würde ich aber einmal kurz umändern. Dass die Mission scheinbar hier hinkommt, das dahin. So, den Crusher können wir mal gerade machen. Der braucht 2 Basic Control Circuits, 2 Lava Buckets und 4 Redstones. 4 Redstone haben wir. Jetzt brauchen wir noch die Basic Control Circuits. Da machen wir. Komm. Mal so machen wir mal so 10 von denen auf Vorrat. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Da rein. Oh, ich habe so das Gefühl, Marcel ist hier völlig durchgedreht im Wohnhaus. Ja, ja, Marcel ist wieder gut dabei. Überall Regale und Bücherregale. Aber sieht gut aus. Gefällt mir. Ja, glaube ich, das zeige ich gleich mal in der Aufnahme. Die Blöcke in den Regalen finde ich geil. Ja. Das hat was. Okay, wo war ich jetzt dann? Ah ja. Von euch ja nicht zufälligerweise. Du hast gerade gleich mal nach der Aufnahme ein Video auf YouTube anzuschauen. Ich muss noch ein Video als Ersatz für den Shooter für die letzten beiden Stunden von mir heute anschauen. Nee. Ich glaube, es geht sogar um die Nazis damals. Habe ich genug von. Ich hasse Geschichte. Oh, Geschichte finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Was ich momentan eindeutig mehr hasse, ist Mathe. Oh, Mathe liebe ich. Ja, du bist auch ein bisschen krank in der Birne. Ja gut, das weiß ich schon etwas länger. Ich auch. Ich bin gerade überlegen, wie lange bin ich denn jetzt aus der Schule raus? Warte mal, oh, über, ja, über 30 Jahre. Ich glaube so 32 Jahre. Über diese einfache Mathematik. Okay. Hier kann man eigentlich auch schon wieder weiter entfernen. Hier kann man das nicht weiterführen. Der Abgang für die Mine, der ist ja auch verlegt worden. Ja. Ich glaube, da war Klaus am Werk, oder? Keine Ahnung, sieht aber hübsch aus. Also ist es von Klaus. Aber mein Geheimgang ist nicht mehr da. Ja, den habe ich damals auch irgendwann mal aufgelegt. Ja, das fand ich scheiße. Ihr vergisst immer irgendwie mal da eine Fackel, mal da eine Fackel. Schlimm, schlimm, schlimm. Grauenvoll. Okay, das ist fertig. Dann können wir den Stahl schon mal weitermachen. Ich muss ja eigentlich mal eine Mechanismentruhe machen. Ja. Oh, ist nicht richtig. Ausgefackelt. Ja, da wird halt nicht lang gefackelt. Ja, da müssen wir uns nicht wundern, ne, wenn hier die Creeper angestürmt kommen. Und okay, wieder alles wegsprengen. Ich glaube, Christian möchte mich auch wieder für diesen Spruch gerade zweimal schlagen. Oh, es geht. Ich bin so gut dran gewöhnt. Ja. Vielmehr hätte ich da lieber Flimflam in den Modpack. War Flimflam nicht von Mechanismen?
bin mir gar nicht sicher. Nö. Enchanted? Ich hab schon nachgeschaut. Reading. Stimmt. Aber das will wahrscheinlich irgendwie extra Utilities oder so gewesen sein. Aber jetzt, wo du es sagst, das kommt mir echt schon wie ein Mechanismus vor. Irgendwie ja, ne? Vielleicht hat es Trivolo in der Config ausgestellt. Ja, kannst du ihn ja mal fragen. Gut. Ich brauche noch zwei Buckets. Die habe ich auch immer wieder irgendwo verlegt und keine Ahnung wohin. Aber ist ja zum Glück schnell gecraftet. Ich habe aber so ein... Okay, dann nicht. Na gut, dann gehen wir mal ein bisschen in der Schmiede zwei Lava-Buckets klauen. Gibt es eigentlich die Magnum-Torch? Warte. Weil ich glaube, davon will ich dann einmal der Stadt spendieren. Nö. Schade. Also nicht, dass ich jetzt gefunden hätte. Tatsache. Geht ja gar nicht. Ich glaube, da müssen wir mal den lieben Tribulo mal hier ein bisschen anmachen. Das machst du, nicht ich. Habt ihr Angst vor Trivolo? Nee, das, nee. Das ist wieder auf eine andere Art und Weise verstanden. Trivolo anmachen. Ach so. Ach so. Das hat jetzt im Moment gedauert, ne? Ja, der fiel so tröpfchenweise. Okay, ich bin aber auch ganz schön kaputt so. Ja, müde. Ja, da kommt immer nach der Arbeit. Ah, cool, der alte Bug von... Mechanism ist immer noch da, wenn man was in den Ofen schmeißt, dass das dann erst auf einen Minute angezeigt wird. Das ist kein Mechanism-Bug, das ist ein Minecraft-Bug. Minecraft-Bug? Ja. Oh. Wenn man Items zu schnell bewegt, dann kommt, ich glaube, Java nicht ganz hinterher und dann gibt's Ghost-Items. Oh, weißt du was? Kannst du auch Pistons machen? Hast du Ghost-Gear-Blöcke oder so? Die werden aber nicht gedupt, oder? Nee, leider nicht. Die werden ja nur in der Clock über längere Zeit werden die Sachen gedupt. Du kannst auch durch ein Portal, also im Crafting Table musst du dich mit einem Wasserstrom durch ein Portal sprengen lassen und dann hast du es auch verdoppelt. Ach, das geht auch. Ja. Wenn du Dimensionen tauschst, dann wirst du aus dem Crafting Table rausgeworfen und dann hast du es. So, ich muss mir mal gerade meinen Ohren was schenken und ich glaube auch meinen Zuschauern einmal einen Soundmuffler. So heftig? Ja, kennst du doch von Mechanismen. Oh, der Strom ist aus. Mischen wir mal was Strom hinzufügen. Aber ich glaube, das können wir jetzt auch über das, was ich jetzt als nächstes machen wollte, locker easy machen. Da wollte ich jetzt noch jetzt gleich so ein bisschen was dafür sorgen, dass das sich so selbst versorgen kann da drüben. Aber erstmal ist der Quascher jetzt. Ich habe den Quascher fertig gemacht und will ihn anschießen. Da ist eine Lücke und ich setze natürlich da rein. Ja, danke. Bitte. Okay, was brauche ich noch? Die Purification Chamber. Okay, wir brauchen dafür, Advanced Control Circuit, Enriched Alloy, Osmium und ein Enrichment Chamber. Advanced Control, das geht ja. Da mache ich jetzt mal schnell. Komm, so. Bevor ich jetzt verkacke, 1, 2, 3, 4, das war doch Reisen, ja. 5, 6, 7, 8. 19. Ja, okay, da reicht eigentlich schon eins davon. 8. Und 1, 2, 3, 4. Dann geht das ja vollkommen klar. Ich habe auch schon wieder ein Gefühl. Ich weiß schon, dass ich jetzt gleich wieder die Konfiguration von den Mechanismenmaschinen falsch haben werde, dass sich das weiterleitet. So. Doch leicht.
Ich glaube, der Soundmuffler funktioniert nicht richtig. Ich habe trotzdem Sound. Ja, irgendwie schon. Also nur mal so nebenbei. Ja, der scheint ein bisschen buggy zu sein. Ah ne, der kennt die Mechanismenmaschine gerade echt nicht. Ja, das ist ja super. Ja, deswegen, weil normalerweise sollte er alles stumm machen, aber... Ja, müssen wir mal irgendwie Tobi Bescheid geben. Er hat dir ja auch schon was geschrieben, ne? Hat er? Ja, TBP. Ja, ich wollte gar nicht so gut in die Gruppe rein. Nee, wegen der Ender-IO. Ach so, das ist halt das Thema, dass er wieder so viel Spaß hat mit der Ender-IO-Config. Nee. Wegen den Leveln. Wegen den Leveln. Achso, dass dann noch die Level reinpassen oder was? Also sollen. Ja. Ja, eigentlich nur reinpassen sollen und nicht die, die du im Augenblick drin hast. Ja, ja, das habe ich eben schon gesehen gehabt. Ist so wohl nicht vorgesehen. Ja, das habe ich mir dann gerade eben auch schon gedacht, als ich es gelesen habe. Vorgesehen, gewollt, weiß ich nicht. Ah, ich habe noch eine Mechanismen tun. Brauche ich aber noch ein bisschen Kohle, dass ich da einmal ein bisschen Bier bekomme. Okay, zwei Bier fahren, dann brauchen wir noch für die English Chamber. Zwei. Ja, okay, dann mein Papa. So, erstmal Felder ernten. Weißt du, was ich mal gerne von dir sehen würde? Einfach um deine Felder so ein richtig schönes Gewächshaus. Ja, wenn ich mal groß bin und Zeit hab. Wer latscht denn hier schon wieder auf den Feldern rum? Ey, hier ist schon wieder... Vielleicht irgendein Zombie? Ja, eigentlich ist alles gut genug hier oben drauf beleuchtet. Da sollte normalerweise... Bis auf deine Hütte, ne? Meinst du neben da, nein, daneben und drumrum, da ist echt nicht so toll ausgeleuchtet. Okay. Ja, muss ich nochmal machen. Bei Zeiten. Ja. Keine Hass. Ich glaube, bei mir fängt es aber bald dann zu regnen. Ich krieg gerade ein bisschen Kopfschmerzen. Ich bin nämlich, das wundervolle Problem, ich bin wetterleidig. Also wirklich jedes Mal, wenn es anfängt zu regnen, zack, Kopfschmerzen. Ich leide immer noch bei der Arbeit. Aber ja, daran richtig. Ja. Purification Chamber haben wir jetzt. So, die braucht aber ein Gas, das war Oxygen, oder? Dieses stille Schweigen werde ich dann mal als ein Ja. Weiß es nicht. Pff, du, mich brauchst du nicht fragen, ich hab doch gar keine Ahnung, also von daher. Du, Tagun. Ich glaube, du hast das bei mir vergessen. Hier steht noch ein einsames Bett, will abgeholt werden. Ah, ja, ja, ja. Ach, verdammt. Hol ich gleich weg. Bin nur gerade noch beim Ernten. Gut, gut. Ja, wenn es nicht haben willst, nehme ich es gerne. Nö, das ist mein Wanderbett. Das ist, ne, so, ja, zack. Ja, so. Und überhaupt. Ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Okay. Ich glaube, damit wir Oxygen bekommen, schaue ich noch einmal nach. Okay. Gut, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, da musst du Wasser spalten. Ja, das war ein Electrolytics Separator, glaube ich. Ja. Den brauchst du ja eh für die Verdopplungsdings-Geschichte da. Ja. Ja, das war das Electrolytics Separator und dafür brauchen wir... Ach du Heilige. Keine Lust mehr?
Der Electrolytics-Core ist aber neu. Den, oder gab es den damals auch schon? Okay, das waren zwei Osmium, ein Gold und ein Eisendust. Die Kohle haben wir da rein. Osmium einmal durchlaufen lassen. Irgendwie gefällt mir das hier mit den Feldern alles nicht. Ja, wie gesagt, da fehlt ein Gewächshaus. Nee, ich mag einfach nicht per Hand ernten. Und für die andere Geschichte, wie gesagt, wenn du das alles automatisierst, da brauchst du dann auch keinen Agrikraft für. Ja, das ist schon, ist halt wirklich nur so eine Sache, dass du es schneller kriegst. Naja, schnell ist relativ, ne, bis du die Samen auf 10-10 hast, ne, das dauert ja auch so seine Zeit. Ja, ja, das auf jeden Fall, aber wenn du mal überlegst, wenn du es einmal auf 10-10 hast, geht's einmal durchs Gemüse, 10 Minuten später kannst du wieder durchs Gemüse gehen. Ja, da passiert ja dann nicht mehr viel. Bone Meal bis zum Abwinken irgendwie in der Tasche. Oder eine Gießkanne. Nee, Gießkanne macht's kaputt. Ja, bei den Agrikraftfeldern kannst du Gießkanne nicht benutzen, da kommt nur Unkraut. Geht rein mit Bone Meal. Ist so, habe ich ausprobiert. Okay. Also als ich das letzte Mal mit Agrikraft fast gemacht habe, war ich immer mit der Gießkanne dabei. Also jetzt nach dem... Vor dem Update habe ich es auch probiert, beim Hochzüchten und so, und das hatte nicht funktioniert. Von daher habe ich mich ja dann entschlossen, zu dem Schritt das halt mit Bone Meal zu machen. Kann sein, dass ich was falsch gemacht habe, ich weiß es nicht. Hatte jedenfalls nicht funktioniert. Na ja, gut. Gut, die Purification Chamber, also, der Electrolytic Separator ist auch fertig. Und dann haue ich jetzt hier einmal Watte rein. Dann befüllen wir das einfach mal von oben. Brauchst du da nicht irgendwie so eine permanente Water Source für? Ja. Das mache ich jetzt. Nur die Ruhe mit den jungen Pferden. Okay. So geht eine Wasserquelle. Eine unendliche. Okay. Dann brauchen wir noch einen Aquarium. So, aber bitte geschrieben. Ja, mit P. Aquipus. Oh, mein Englisch ist heute wieder so wundervoll dabei. Hat irgendwie jemand meine englische Aussprache gesehen? Ich hab sie doch schon wieder verloren. Ey, wir haben keine Barrel für Bone Meal. Das ist blöd. Ja. Musst du dir immer aus den Kisten zusammensuchen. Ich will es ja nicht zusammensuchen, ich will es ja reinpacken. Das ist das Problem. Ich weiß nicht in welche. Mach einfach eine oder nimm dir einfach eine, die leer ist. Nee, ich pack das jetzt hier in. Wo die Knochen sind, da oben, da steht noch eine Kiste daneben und da habe ich es jetzt einfach reingepackt, fertig. Und Crops habe ich auch noch viel zu viele. Also ich kenne da glaube ich jemanden, der dann einfach sagen würde, ich mach das so schön machen kann Klaus das. Genau. Ja, der hat aber auch einen sagenhaften Baustil, ne? Also ja, der ist echt genial, muss man einfach nur sagen. Mhm. Sehr, sehr schön. Also an dieser Stelle, hallo Klaus. Genau. Bei Klaus spielt das Auge mit. Oh ja. Oder wie heißt das mit dem Essen? Zeugs-Ding. So, ich leuchte mal bei dir in der Umgebung mal so ein bisschen aus, ne? Ah, das ist bitte. Was wurde jetzt im TS geschickt? Ja? Wann loggen Sie sich an bei World of Warcraft? Man kann sich aus. Gott. Oh Gott, ist das ein Spacken. So schön flach. Das ist schon wieder so ein Tributo-Witz.
Okay, das kommt. Wasser? Oh nein, ich habe keine Fackeln mehr. Strom noch nicht. Aber wie das Ganze jetzt hier weiterlaufen wird, sehe ich in der nächsten Folge, weil ich habe dann gesehen, wir sind bei 25 Minuten. Oh. Ja. Das geht immer zügig, ne? Mhm. Zack. Besonders wenn du ohne Timer spielst. Ja, ich denke mir immer, ja komm, du hast ja am zweiten Bildschirm, kannst ja ablesen, weil die Aufnahme vorbei ist. Dann guckst du irgendwann. Ja, du hast noch 5 Minuten, dann weißt du Bescheid. Oh verdammt. Irgendwann verlierst du das aus den Augen, von daher, ich habe immer mit Timer gespielt. Muss ich mir doch irgendwann mal machen. Na gut, ich würde sagen, in diesem Sinne, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Was war das jetzt? Gute Frage. Nächste Frage. Okay. Tagut ist dann, glaube ich, gerade abgehauen. Passiert. Ja, gut. Dann sage ich jetzt auch im Sinne schon mal von Tagun auf Wiedersehen und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Hasta la vista, adieu, au revoir und bis bald. Tschüss. Tschüss.